Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir haben den großen bösen Drachen besiegt. Haben hier noch ihr Flüstern. Der weibliche Drache Neresinas klammert sich mit verbissener Sturheit an das Leben und wehrte sich gegen den Verfall der Fleischknochen und Seelen langsam auffraßt. Offensichtlich konnte ich einmal der Tod gegen einen solch entschlossenen Willen durchsetzen. Der Schädel des Drachen ist hohl und leblos wie ein Stück Treibholz, aber hin und wieder dringt eine leise flüsternde Stimme aus der Tiefe empor, die darum fleht, in den Kampf ziehen zu dürfen. Ätzender Atem. Nett. Ja, gut. Wir haben Neresilas besiegt, haben einen Haufen Zeug kaputt gemacht und müssen jetzt dem ewigen Weiß entkommen. The heart of the white void. Never thought I'd see it. Not truly. Das Herz des Weißen nichts. Ich hätte nie gedacht, dass ich es einmal sehen würde. Nicht wirklich. Er schaudert und umschlingt seinen Oberkörper mit seinen Armen. Besteht dein gesamter Glaube nicht auf der Unausweichlichkeit des Todes? Er zeichnet sich durch eine raue Schönheit aus. Finden wir einen Weg nach draußen. Oh, nehmen wir mal die zwei. Certainly captures the imagination. Still, I'd rather not stay. Let's find a way out, yeah? Einen gewissen Reiz für die Fantasie kann man der Landschaft nicht absprechen. Trotzdem würde ich lieber nicht bleiben. Finden wir einen Weg nach draußen, ja? Strecke aus Essenz schlängeln sich um dich herum durch die Luft, die einzigen Farbflecken in einer unendlichen Weite des Nichts. Die farblose Erde oder vielleicht Eis erstrecken sich aus unfassbaren Tiefen in die Höhe und formt stumpfe Spitzen, jede von ihnen abgetragen durch unergiebige Winde. This imagery. Do you think Remagon chose it? Or did it predate him? Diese Landschaft, denkst du, dass Rimmergard sich bewusst dafür entschieden hat, oder hat es hier schon vor ihm so ausgesehen? Vielleicht sind es unsere Erwartungen, die unsere Wahrnehmung dieses Ortes prägen. Sie tippt leicht auf ihr Kinn und runzelt die Stirn. Ihr kurzes weißes Haar wippt um ihren Kopf wie einen Heiligenschein. Willst du mir sagen, dass da etwas ist, über das du nicht Bescheid weißt? Was weißt du über diesen Ort? Und überhaupt, was bedeuten schon die Lehren der Ältesten? By its nature, the white void is the place from which things do not return. Accounts of this place cannot be verified and hence remain unreliable. Das weiße Nichts ist von Natur aus ein Ort, von dem aus nichts und niemand zurückkehrt. Berichte über es können also niemals bestätigt werden und bleiben deshalb immer unzuverlässig. Bist du besorgt, du könntest ebenfalls nicht zurückkehren? Kommt mir so vor, als würdest du dich hier wie zu Hause fühlen. Finden wir einen Weg nach draußen. Nehmen wir mal die Eins. Concerned may be a better word than worried. Or perhaps not. Ich würde sagen, ich bin eher beunruhigt als besorgt. Oder vielleicht auch nicht. Was ist der Unterschied zwischen beunruhigt und besorgt sein? Ihre dünnen weißen Augenbrauen kommen sich näher und offenbar eine gerunzelte Stirn. Kommt mir so vor, als würdest du dich hier wie zu Hause fühlen. Da musst du mich unheimlich missverstehen. Es tut mir leid, ich dachte als Zusammenhänger von Römergrad. Ich interpretiere das Ganze so, dass du unheimlich bist. Wenn wir einen Weg nach draußen, nehmen wir mal die Eins. Many scholars and scientists have difficulty reconciling the dogma of the gods with the unbiased approach demanded by our studies. Viele Gelehrte und Wissenschaftler haben Schwierigkeiten damit, das Dogma der Götter mit der unbefangenen Vorgehensweise zu verbinden, die ihre Studien verlangen. Science and history alike, however, bear out the philosophy of Remergant. Everything decays, everything ends. The beast of winter cleanses all. Wissenschaft und Geschichte gleichermaßen bringen die Philosophie Römergrads hervor. Alles verrottet, alles endet. Die Bestie des Winters reinigt alles. Ihr Kopf neigt sich zur Seite. You pursue a mad god across a foreign sea, at risk from pirates, wilder and monsters of the deep. Do you merely seek vengeance, or do you believe you do the god's will? Du verfolgst einen verrückten Gott über ein fremdes Meer, riskierst Angriffe von Piraten, Wilden und Monstern aus der Tiefe. Suchst du einfach nur Rache oder glaubst du, du führst den Willen der Götter aus? Hehehe.
Wenn ich jemand das davon abhalten kann, noch mehr Schaden anzurichten, dann werde ich das tun. Dieses Arschloch hat mein Schloss kaputt gemacht. Mami. Ah, wie das klingt. Ich bin wegen der Beute hier. Ich bin auf der Suche nach etwas anderem. Meine Beweggründe gehen um mich etwas an. Ach, nehmen wir die Eins. How beneficent. Wie wohltätig von dir. Das Lächeln macht vor ihren Augen Halt. Mit einem breiten Lächeln liegt Palegina energisch. Wegen pflichtbewusst. Let us carry on, before this place saps our will. Gehen wir weiter, bevor dieser Ort unseren Willen aussaugt. So wie dem da? Hey, du da. Die deformierte Gestalt winkt dir mit einem Arm zu, der andere hängt leblos an ihrer Seite. Wenig ist vom Geist übrig geblieben. Seine Gestalt wurde vom Wind geradezu abgeschliffen. Ich nehme nicht an, dass du den Weg kennst. Die Gestalt zieht ein Bein hinter sich her und zieht damit eine Furche in den Schnee. Obwohl sie dir zugewandt sind, scheinen seine Augen dich nicht zu erkennen. Den Weg wohin? Vielleicht weißt du, wie man diesen Ort verlässt? Nichts sagen. Den Weg wohin? To the Beast of Winter. Only the Beast of Winter can provide us the respite we're looking for. Zur Bestie des Winters. Nur die Bestie des Winters kann uns den Frieden geben, nach dem wir suchen. Bartnirs lippenloser Mund zuckt. Die Bestie des Winters kann uns aus dem Weißen nichts befreien. Wir sind so verloren wie du. Wie lange suchst du schon nach der Bestie? Der Geist zuckt zusammen, als würde deine Frage schwerer wiegen, als seine Schultern zu tragen vermögen. Er setzt dazu an, seinen Hinterkopf zu kratzen, aber seine Hände hängen einfach nur bewegungslos herunter. Weeks? Months? Longer? Do you know? No. No, no, it's not important. Wochen, Monate, länger, weißt du es? Nein. Nein, nein, es ist nicht wichtig. Together, so many eyes. We can find him in no time at all. Zusammen, so viele Augen, wir können ihn ganz schnell finden. Die Bestie des Winters kannst du aus dem Weißen nichts befreien? Yes, yes, sweet release. Ja, süße Freiheit. I presume the release you speak of is the dissolution of the soul? Ich nehme an, die Freiheit, von der du sprichst, ist das Auflösen der Seele? Yes, release and annihilation. The winds will eat you with time, sure, but the beast makes it quick. Chop. Ja, die Freiheit in der Vernichtung. Der Wind wird dich mit der Zeit fressen, sicher, aber die Bestie macht es schnell. Zack, zack. Römergard und ich haben eine Abmachung getroffen. Er wird mich gehen lassen. Then take me with you. You can take me with you, right? To the beast, I mean? Or maybe further? Dann nehme ich mit. Du kannst mich doch mitnehmen, oder? Zur Bestie meine ich. Oder vielleicht noch weiter? Are all your ghost friends this chatty? Maybe not knowing is better. Sind da deine Geisterfreunde so geschwätzig? Vielleicht ist es manchmal besser, etwas nicht zu wissen. Ja, klar, komm. Klar, dann komm mit. Ich kann dich so gründlich wie Römer gerade vernichten. Wenn du Gnade suchst, dann kann ich sie dir gewähren. Ganz bestimmt nicht. Klar, komm mit. Truly? Thank you kindly, good soul. Thank you. Wirklich? Danke, du gütige Seele. Ich danke dir. Die Seele strauchelt auf dich zu mit ausgestreckten Händen, während der eiskalte Wind zunimmt. These winds can claim your soul. According to the old tales, anyway. I'd like to tell you something. Sehr guter Zeitpunkt, Palegina. Wenn du einen Augenblick Zeit hast, Wächter, will ich dir gerne etwas sagen. I appreciate that you have been helping me. Helping the Republics. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir geholfen hast, dass du den Republiken geholfen hast. I know that you have an important purpose in the Deadfire. And that purpose is not the same as ours. Ich weiß, dass du im Toastfeuer eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hast und dass du nicht dasselbe Ziel verfolgst wie wir. Still, I hope you can see the potential the Republics have to do good here. Ich hoffe aber, dass du dennoch erkennst, wie viel Gutes die Republiken hier tun könnten. Das tue ich. Die Republiken leisten dir gute Arbeit. Das kann ich so nicht ganz unterzeichnen, weil ich mir ja die Sache mit Pococohara überlege. Es besteht ein gewisses Potenzial, ja, aber die Lage ist kompliziert. Nicht so voreilig, wir haben noch einen langen Weg zurückzulegen, bis wir das überstanden haben. Nehmen wir mal die zwei. But I trust you will continue to support us in the future. Das stimmt, ich hoffe aber, dass du uns auch in Zukunft unterstützen wirst. Sie lächelt nice und sinkt dir zu, doch dann zuckt ein Hauch von Argwohn um ihre Mundwinkel. Kores,
Kores, was heißt das? Ein valianischer Abschiedsgruß, die verkürzte Form von Geh mit den Göttern. Okay. Und ja, Vatnir sagt, diese Winde können dich deiner Seele berauben, wenn man den alten Geschichten Glauben schenken will. Ja, wie gehen wir rum? Schlurfende Seelen. Au, okay, wir sollten nicht durch die ledernen Winde gehen. Es bringt aber was, wenn die Seelen von den Winden getroffen werden. Das ist gut. Benutzt mal deinen heiligen Glanz und Idea. Das war die Fähigkeit, oder? So, letzter Kandidat. Hm? Ein bisschen Seelenessenz einsacken oder Geisterreste. Oh, der humpelt. Jetzt nicht mehr gut. Oh Gott, eine Geißel. Oh, zwei Geißeln. Hier ist Seelenessenz, Urwind, noch mehr Zeug. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob ich mich mit den beiden anlegen möchte. Hm? Ja! Na komm, tun wir es einfach. So, dann hauen wir denen mal eine heilige Säule an den Kopf. Und lösen sie auf. Okay, okay, Palegina, du heilst dich. Der, du versuchst bei denen da umzuwerfen. Hat geklappt, gut. Das heißt, ihr lasst euch mal zurückfallen. Okay, der erste ist down. So, warten wir, hau mal Heilung raus. Oh, der ist gerade ein bisschen umgeschmissen. Oh,
doing? I'd be glad to. Very well. So, und der zweite ist down. Hm? Certainly. Quietly now. Gut. Sind wir fast am Ende angekommen? Oh. Ist das Römergant persönlich jetzt?